Hallo, Tristan hier, euer 1000 gute Gründe Gärtner. Wenn ihr eure Figur und die Schokohasen retten wollt, tobt euch doch einfach mal an Pflanzen aus. Heute für euch dabei Margariten und Ranunkeln. Die Margarite wie meistens in weiß, die Ranunkeln heute mal in Gelbtönen. Durch das gute Wetter dieses Jahr sind diese beiden Pflanzen mal kombinierbar. Ranunkel eigentlich eine typische Frühlingspflanze, die auch durchaus mal Temperaturen von minus 2 Grad nachts übersteht. Bei der Margarite müsst ihr da ein bisschen aufpassen. Soll es also wirklich sehr kalt werden nachts, müsst ihr die dann gegebenenfalls schützen. Farbmäßig Orangetöne, Weiß-Gelbtöne für Ostern ideal. Beides sind absolut ideale Kübelpflanzen, könnt ihr also super in Gefäße pflanzen. Achtet da einfach nur bei der Erde darauf, dass sie auch wieder Wasser abgibt, weil Staunässe mögen beide nicht. Pflanzen, die so üppig blühen, brauchen auf jeden Fall viele Nährstoffe. Da könnt ihr selber auch ein bisschen mithelfen, indem ihr alte und verblühte Blüten einfach wieder ausputzt. Somit kann die Pflanze besser nachblühen. Vom Dekorieren her steckt Eierstecker mit rein oder wir nehmen hier Hasenfiguren. Gefäßwahl auch vollkommen euch überlassen. Euer Garten wird wunderschön, euer Balkon wird bunt. Ihr habt richtig gute Laune, ihr rettet die Hasen. Ich wünsche euch frohe Ostern und bin damit einfach mal raus.